Kreativer Kopf in der Kunstwerkstätte ist Schwester Roswitha. Sie entwirft die Vorlagen sowohl für die Paramentenstickerei als auch für die Kerzenmanufaktur. Bei den Entwürfen ist so, bei der Priesterweihe hat jeder Priesterkandidat ein Thema, einen Leitspruch aus der Bibel in der Regel. Die Paramentenstickerei ist ein wichtiges Standbein der Kunstwerkstätte und war seit dem Beginn in Gengenbach ein bedeutender Teil des Auftrages an die Ordensfrauen. In der Paramentenanstalt wirkt ein eingespieltes Team. Schwester Viola und Schwester Benita, beide Jahrgang 38. Ich bin hierher gekommen zum Lernen, weil ich eigentlich auch für körperliche Arbeit ein bisschen zu schwach war. Damals war die Zeit halt anders. Und so bin ich dann hierher gekommen und hergeblieben. Ja, habe ich nicht bereut. Ich meine, ich habe dann mit der Gesundheit ein bisschen Schwierigkeiten gehabt auch, aber bereut habe ich es eigentlich nie, dass ich ins Kloster gegangen bin. Ich bin schon sehr früh in den Beruf reingekommen. Und zwar war es 1953, da gab es sehr wenig Lehrstellen. Die Mutter ist aufs Arbeitsamt gegangen und da wurde ihr mitgeteilt, dass Lichtental Lehrlinge annimmt zum Sticken. Und in der Hauptsache war es ja darum, dass man auch einen Beruf lernt. Also bin ich nach Lichtental gegangen, habe dort 1953 im April meine Lehre angefangen, die ich 1956 mit der Gesellenprüfung abgeschlossen habe. Ich bin dann noch einmal 4,5 Jahre dort gewesen als Gesellin, wo auch mein Klosterberuf gereift ist und bin dann direkt von Lichtental nach Gengenbach. Und weil ich den Beruf schon fertig hatte und schon so viele Jahre darin gearbeitet hatte, kam ich gleich in die Werkstätte rein und bin da drin eigentlich auch geblieben. In den Schränken und Schubladen lagern wahre Schätze, echte Goldfäden, Seide und wertvolle Bordüren. Wenn ein Neupriester ein Gewand bekommt, das geht mit durchs Leben. Und dann nehmen wir gern ganz wertvolles Material, nämlich das Japan-Gold, das ursprünglich aus Japan kommt. Da ist Blattgold aufgetragen, echtes Blattgold. Und es hält, also mit 40 Jahren kann man bestimmt rechnen, auch wenn es gereinigt wird. Es verliert nichts. Wir hatten den Auftrag, wo der Papst nach Freiburg kam, da war die Heilige Messe und da waren 8 Gewänder, also die für die Konzelebration mit dem Papst und 4 Dalmatiker und jeweils eine Stola. Im Papstgewand habe ich selber nicht so viel gestickt, aber ein bisschen durfte ich auch helfen. Aber die anderen dann für die, also für die mit Kunstzelebranten, die haben ja die auch angehabt. Und da, das war also schon die hektischste Sache. Und das war schon ziemlich viel Arbeit für uns. Wir hatten Zeit, wir beide, von Mitte Mai bis Mitte August. Und da waren natürlich dann viel Überstunden drin. Aber wir haben es geschafft. Es ist sehr anstrengend, besonders wenn man dann mit Gold bei Licht arbeiten muss, weil das einfach immer reflektiert und die Augen strengt es halt schon an. Ja, die sind zwar operiert, aber es geht wieder. Mit der Feinmotorik hat man schon ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man älter wird. Gell? Das ist dann auch so eine Sache, aber im Großen und Ganzen geht's.
Es war dem heiligen Franziskus stets ein Anliegen, dass Gottesdienste in würdiger Form gefeiert werden. Dies wird in den kostbaren Stickereien der Priestergewänder und weiteren Utensilien für die Eucharistiefeier deutlich. Ordensschwestern als Künstlerinnen. Figürliche Sachen sind sehr sensibel, Gesicht und Hände, und da sind auch noch die Füße drauf. Ja, das spielt eine große Rolle, denn wenn man so eine Figur anschaut, dann sieht man zunächst, schaut man ins Gesicht. Was hat es für einen Ausdruck? Und das ist ganz wichtig. Und dann nimmt man manchmal also nur zwei Fädelchen, damit man einen Gesichtsausdruck auch reinbringt. Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn junge Leute kämen und ein neues Leben würde aufblühen. Das wäre sehr schön. Aber das liegt nicht in unseren Händen. Das können wir nicht machen. Das könnten wir nur dankbar entgegennehmen, wenn da eine Nachfrage käme und wenn da sich was bemerkbar machen würde. Das würde uns natürlich schon freuen. Das wäre ein ganz, ganz großes Geschenk, dass wir noch eigene Leute hätten. Wahrscheinlich läuft es aus, weil es sind schon welche ausgebildet worden, aber die brauchen wir an einer anderen Stelle, wo es sehr wichtig ist, eigene Leute zu haben. Der Order tut schon sein Möglichstes noch für die Zukunft mit den wenigen jungen Leuten, die zwar das noch gelernt haben, die sind wirklich anders eingesetzt. Und dann wäre sie wohl nicht mehr zurückkommen in die Stickerei. Thank you.